Und damit auch mal wieder willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Chronicle. Hier mitten auf der Brücke der befliegenden Festung Parsnos oder so auch in, oh, gar keine Ahnung. Das sieht natürlich auch geil aus. Wobei, das sieht ungefähr genauso aus wie eben hinter diesem Tisch oder so. Egal, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört und ich würde sagen, da bin ich jetzt einfach mal bereit weiterzugehen. Ja. Ich hoffe auch, dass die Soundqualität in diesem Part jetzt relativ gut ist. Right. Achtung, alle Mann an Deck! Parsnos, startklar! Denn da gab es im Test einige Probleme, die ich nicht lösen konnte. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt, nachdem ich ein bisschen was ausgetestet habe, ist. Und ich war zu voll, meine Konsole an und neu zu starten, deswegen habe ich es einfach jetzt mal so gelassen. Ich hoffe, es ist relativ gut. Werde ich im Schnitt noch in der Nachbearbeitung was ändern. Und der jetzt Parsnos Auslauf oder so ähnlich. Auflauf hätte zwar auch gepasst, aber es hätte sogar richtig geil gepasst. Ich habe voll Hunger. Und da fliegt. Oh, was geht denn da ab? Hat man jetzt von Georox angegriffen oder was? Oder sind die Verbündete von uns? Was sind das für Wesen? Das sind Griffons Golems. Nee, scheinbar wirklich Georox. Sie sind riesig. Ja, Griffon hat einen Berg zerstört und eine ganze Golem-Armee erschaffen. Ihre Kraft sind nicht so unter. Ihre Kräfte sind nicht zu unterschätzen. Was sollen wir tun? Keine Sorge. Wir zeigen ihnen, was Parsnos kann. Waffen bereit! Yes, Sir. Jawohl! Okay, dann sind wir jetzt scheinbar wieder im Sonnengolem. Ja, Sonnengolem hieß der. Nee, Sonnenriese. Lange Zeit nicht mehr gespielt. Nur diesmal sieht er ja schon etwas größer aus. Oh, die Golems sind irgendwie cute. Here they come. Da kommen sie. Lord Agarist? Lord Agarist? Lord Agarist? Not yet. Noch nicht. Wir müssen näher ran. Mori. Jetzt! Feuer! Oh Leute, chill mal dein Leben! Das ist ja übelstes Silvester hier! Holy shit, was geht denn da ab? Lord Agarist! Elena! Lord Agarist! Elena ist angekommen! I hope you weren't hurt. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Nein, es war knapp, aber das Feuer von Parsnos hat uns gerettet. Oh, cute. Max. Mother. Mutter. Die kennen sich, die haben sich jetzt zum ersten Mal real getroffen. Und dann sofort so da. Naja, jeden das seine. Oh, you've gotten so big. Du bist so groß geworden. I'm so happy to see ich bin you again. Froh, dich zu sehen. Me too. Ich auch. Sehr emotional, sehr emotional. How's your father? Wie geht's deinem Vater? Das ist quasi. Obwohl, nee, nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, das ist quasi Ruffy und Tracken. Wie wird es dann wohl sein, wenn die sich zum ersten Mal treffen? Weil Tracken hat ja auch auf. Auf. Bartigo
Ja, genau, Bartigo auf Bartigo Island hat Dragon ja auch sein. Ja. Schloss kann man. Ich nenn's mal Stützpunkt. Und na gut. Ist jetzt die Frage. Ob Ruffy jemals nach Bartigo kommen wird, das glaube ich ja ehrlich gesagt nicht, weil. Wer weiß, wie viel von Bartigo noch steht. Bartigo ist ja jetzt nicht mehr so geheimnisvoll, wie es einmal war, nachdem Blackbeard es quasi zerstört hat. Aber das Dragon so einfach zu besiegen ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also der wird schon noch... Der wird Blackbeard hart ficken, denke ich mal. Aber irgendwann werden sich Ruffy und Dragon wahrscheinlich auch treffen und... Ja gut, ich hoffe mal, dass es emotionaler wird als hier. Wobei, so wie ich mir Ruffy vorstelle, der... Ob der wirklich große Emotionen zeigen kann in so ein Thema. Man hat es ja bei Garp schon gesehen, als die beiden sich nach Jahren wieder getroffen haben. Gut, wobei so viele Jahre werden das nicht gewesen sein. Die haben sich aber schon eine längere Zeit nicht mehr gesehen. Und dann treffen sie sich plötzlich auf einmal wieder und... Da kamen sehr viele Emotionen. Egal, mach mal einfach weiter. Genug Scheiße gelabert. Wie geht's deinem Vater? Oh, he's fine. Es geht ihm gut. Und ja, das gibt's auch nicht bei Ruffy, denn der hat keine Mutter. Von der Mutter weiß man ja quasi gar nichts. Aber die wird wahrscheinlich auch tot sein, denke ich mal. Oder? Keine Ahnung, ist auch egal. Es geht ihm gut. I'm sure that he wants to see er würde dich bestimmt auch gerne sehen. Yes. Ja. Perfekte Antwort. Mother? Mutter? What? Was? Can't you come back? Kannst du nicht zurückkommen in unsere Zeit? Max, please understand. Max, du musst das verstehen. Sie hat keinen Bock auf dich. Ich werde hier gebraucht. Ich bin aus dieser Zeit, nicht aus deiner. Aber trotzdem, das ist unfair. Es ist einfach... Max. If that's the case, wenn das so ist... I mean, if that's how things wenn are, du in diese Zeit gehörst, hättest du nicht in meine Zeit kommen sollen. Jetzt geht er aber richtig ran. Und tschüss. Max, I'm sorry. Max, vergib mir. No one can exist in two separate Niemand times. Kann in zwei Zeiten existieren. Naja, wir tun's ja. Ja, obwohl, nee. Wir sind ja nur hier, um den Typen aufzuhalten, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Quiffon, so hieß der genau. Ah, wieso hat die das denn jahrelang gemacht? So, you're both going. Ihr geht also beide. Yes, we got the word ja, wir haben vom Mondlabor gehört, dass der Ixion fertig ist. Wir werden damit in die Vergangenheit reisen. Dann finden wir Quiffon und tun, was getan werden muss. Das hoffe ich. Max. Monica. Möchtest du nicht mit Elena sprechen? Max, Monica, möchtest du nicht mit Elena sprechen? Sind wir jetzt eine Person oder was? Nein. Schon gut. I understand. Ich verstehe. Be careful out there. Seid vorsichtig. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Bring the light back. Bringt das Licht zurück in die Welt. Wir zählen auf euch. All right. Dann los. Perfekte Übersetzung von All White. Ja, sorry, dass ich jetzt so nicht ganz so emotional hier in dieser Szene bin. Schön, dass wir jetzt so schnell wieder in die Vergangenheit gereist sind und hier im Zug stehen. Aber, ja, um ehrlich zu sein, muss ich schon sagen, war Dark Cloud da von der Emotionalität etwas höher gestellt als Dark Chronicle hier gerade. Ich meine, so wie die Story jetzt zwischen Max und seiner Mutter gelaufen ist, entweder stirbt die Mutter am Ende des Spiels irgendwann oder es gibt ein voll das geile Happy End und alle leben glücklich zusammen in einer Zeit. Zweiteres könnte ich mir zwar eher weniger vorstellen, aber ich schätze mal, eins von diesen beiden Szenen kommt noch. So, schauen wir mal, ob wir einen Witchpot verbessern können.
Wir haben auf alle Fälle eine scheiße hohe Punktzahl. Jetzt die Frage, wir brauchen, glaube ich, den Kern, um besser zu werden, ne? Ich schätze mal, dass wenn wir dann den Kern haben, wir die ganzen Teile, die wir jetzt noch nicht einsetzen können, dann endlich einsetzen können. Deswegen, aber bevor wir den kaufen, gucke ich lieber erstmal, ob wir, was für einen Kern wir überhaupt an Steve dran haben. Akku, no. Kern. Ja, und welcher ist das jetzt? 436. Wir haben keinen weiteren Kern hier. Da könnten wir quasi mal Kern 2. Wir haben einen Kern 2, der so aussieht. Was könnten wir hier kaufen? Das war doch auch noch Kern 2, oder? Irre ich mich da gerade. Nein, das ist Kern 3, na dann. Easy, nice. Und jetzt können wir noch einen Superkern kaufen. Da sparen wir unser Geld mal lieber. Wir schauen jetzt erstmal, wie wir unseren Richpot generell verbessern können. Denn jetzt, wo wir einen besseren Kern haben... Achso, der ist dann okay, ich kapiere. Waffe soll der perfekt sein, so wie sie ist. Holzkistenrumpf. Das ist alles sortiert. Ja, wir brauchen den Steve hier. Da ist der, den wir hier haben, wesentlich besser. Okay. Fasskanone brauchen wir auch nicht. Propellerbeine aber. Aber eine Änderung in der Geschwindigkeit können wir ja nicht sehen, oder wie? Ja gut, aber Propellerbeine sind auf alle Fälle richtig nice. Staubsauger-Akku. Der ist dann besser als unser normaler Akku. Und hier können wir nochmal sehen... 39. Jo, die Propellerbeine sind definitiv besser. Dann haben wir jetzt einen besseren Witchpot. Ja, nice. Geiles Teil. So, Reparatur können wir auch noch machen, ne? Keine Ahnung, ob wir es benötigen, aber geht ja. Werte ansehen, was ging da nochmal? Achso, das ist der, das, was der kann, wenn wir, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hineingehen. Fahren wir dann jetzt... Ich bin verdammt lang nicht mehr mit dem Zug gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir selbst mit dem Zug fahren müssen oder ob wir da mit Borneo sprechen müssten. Ich hatte jetzt eigentlich eher... Nee, das wäre dann auf der anderen Seite. Wir müssen ja hier lang. Ich hatte eigentlich eher zweiteres im Sinn, aber kann jetzt sein, da Borneo ja eigentlich nicht mehr bei uns sein dürfte. Den haben wir ja ins Dorf gesteckt. Dass wir beim Zug einfach ganz vorne hin und dann selbst fahren. Wobei, wieso fahren wir eigentlich mit dem Zug? Wir können auch die Karte verwenden, aber egal. Ja, selbst fahren geht nämlich hier gar nicht. Hab ich mir schon fast gedacht. Alter. Ja, komm, hier. Alter! Wir müssen zur Mondfabrik, denke ich dann mal. Wahrscheinlich dann auch noch in zukünftige Mondfabrik. Mondfabrik war Vinicio. Viel zu lange nicht mehr gespielt. Das hält mein Kurzzeitgedächtnis noch nicht aus. Ich denke mal, wir müssen in die Zukunft. Weil hier in der Gegenwart werden die wohl kaum so eine Lokomotive bauen können, die uns in die Vergangenheit bringt. Also gehen wir quasi in die Zukunft, und um von der Zukunft in die Vergangenheit zu reisen. Geil! Ist jetzt nur die Frage, wohin? Worte allein können nicht beschreiben, wie großartig das Mondlabor ist. Man muss es gesehen haben. Es sieht auf alle Fälle wie ein geiler Freizeitpark aus. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Nice!
An sich stelle ich mir das auch geil vor, so direkt am Strand zu sein, am Meer zu wohnen, wo überall, wo immer zu jeder einzelnen Zeit Nacht ist, denn hier war es noch nie Tag. Jedenfalls habe ich noch keinen Tag gesehen. Was hältst du vom Design des Mondlabors? Ich frage mich, wer diese Vergnügungspark-Idee hatte. Scheinbar bin ich nicht der Einzige, der daran gedacht hat. Oder ich habe das schon mal irgendwo gelesen, weil das jetzt einfach nur Wiederholung war und ich konnte mich nicht mehr dran erinnern und hatte es nur noch im Unterbewusstsein. Und, Alter, die Lok sieht aber auch geil aus. Hey, look at this. Hey, sieh dir das an. So it's finished. Alles fertig. We did have a little bit. Es gab einige kleinere Probleme. But we're rather proud. Wir sind aber mit dem Resultat zufrieden. It is so Mann, cool. Ist das cool. Isn't it a little, er ist nicht ein bisschen... Ist er nicht ein bisschen bunt? Well, now that you mention it, jetzt, wo du es sagst, du hast recht. Hey, are you picking holes? Hey, kritisiert ihr mein Design? Ihr habt einfach keine Ahnung. He was in charge of the design. Es war für... er war für das Design verantwortlich. Listen, this train can travel through space and... Hört mal, dieser Zug reist durch Raum und Zeit. Da hab ich gedacht, er sollte irgendwie anders aussehen. Seinen besonderen Fähigkeiten gemäß. Ah. I think it looks cool. Ich finde, er sieht cool aus. Exactly. Meine Rede! Du verstehst mich! Jetzt wissen wir auf alle Fälle, wer den Vergnügungspark-Design hatte. Die Vergnügungspark-Design-Idee hatte. Ist ja auch egal. If it gets us 10,000 years, es kommt nur darauf an, dass er uns 10,000 Jahre in die Vergangenheit bringt. That won't be a problem. Das ist kein Problem! Well, then let's go. Na dann los! Be careful out there. Passt auf euch auf! He's a formidable enemy. Dieser Quiffern ist ein mächtiger Gegner. Could be tough operating. Die Steuerung könnte problematisch sein. Sorry, wenn ich jetzt die ganzen Stimmen untereinander vertausche vielleicht, aber... Ist schwierig, ohne zu sehen, wer redet, herauszufinden, wer redet. Not to worry. Keine Angst! Osmund übernimmt die Steuerung des Ixions. Leave it to me. Überlass das mir! Hex am Steuer. Oh Gott, das wird teuer. Max und Monika, viel Glück! Thanks for all you've done. Danke für eure Mühe. We'll do our best, Dr. Wir werden unser Bestes tun, Dr. Nob. Dr. Noob, aha! Ich wette, den habe ich schon mal gebracht. Wow. Oh, lol. Monika hat einfach keinen Geschmack. All systems go. Jetzt geht's nicht mehr automatisch. Alle Systeme los! Ich weiß ja, dass man daran nichts mehr ändern kann. Aber mir gefällt das Design nicht besonders. So, schon, Monika hat keinen Geschmack. Just kidding. Haha. Das war nur ein Witz. Machen wir uns auf den Weg. Ja, los geht's. Get ready. Bereit. 10,000 Jahre in die Vergangenheit. Und das Lesen bei Dark Cloud war auch viel schöner als hier. Also, wollte schon gerade sagen, wo kommen jetzt die Schienen her, die gehen? Kommen aus dem Wasser. Auch nicht schlecht. Ist auch eine ganze Menge Wasser auf den Schienen. Oder ist automatisch so eingebaut, dass es cooler aussieht, das Wasser auch fließt. Freund, nach Hause telefonieren. Geile Vibrations.
Ja, mit... Chapter 6. Kapitel 6. Duell zweier Zeitalter. Und wir sind im nächsten Level. Ja, nice. Und mit diesem Zug ist dann Monikas Adlamia völlig... im Wert gesunken, würde ich sagen. Weil das hat ja dann quasi überhaupt keinen Sinn mehr. Obwohl... es wahrscheinlich... wobei... der kann wahrscheinlich auch wieder in die Gegenwart fahren und obwohl die Reise mit so einem Adlamia wesentlich angenehmer ist, schätze ich mal. So sah es also vor 10.000 Jahren aus. Irgendwie düster. Sieh, da ist nur ein Mond am Himmel. Was ist los? Sind wir in einer anderen Welt gelandet? Hier sieht wohl selbst der Himmel anders aus. Oh, das sieht aber geil aus, muss ich sagen. Bock, düster Himmel incoming. So Emperor Griffin is Kaiser Griffin there, huh? Ist also irgendwo hier. Yes. Ja. I can feel him. Ich kann ihn spüren. Griffin. Griffin. He's in this palace. Er ist hier. Finally, time endlich to set things bringen right. Wir die Dinge wieder ins Lot. I'll wait for you here. Ich warte hier auf euch. Ich hoffe, alles wird gut. Okay. Ich auch. Let's get going. Okay, gehen wir. Okay, jetzt befinden wir uns also direkt vor Quiffons Schloss. Wir speichern erstmal, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Dann schauen wir mal. Hineingehen. Ach, den legen wir easy. Wenn Gaspard uns schon nichts anhaben konnte, wird der uns bestimmt auch nichts anhaben können. Ich frage mich, wie Kaiser Quiffon wirklich ist. Niemand hat ihn je gesehen. Er steuert seine Untertanen aus der Vergangenheit. Nee, er steuert sie aus der Gegenwart, ich meine. Wenn er jetzt in der Vergangenheit ist, hat man ein Problem. Ich weiß nicht genau, wie er ist, aber er hat... und meine Zauberkraft oder so ähnlich. Er hat genügend Leid angerichtet. Oder so ähnlich. Toll. Gut. Ja, toll. Jetzt bleibt stehen, Bein. Gut, bleibt stehen. Ah. Anscheinend können wir rein. Gehen wir. Ist immer sicher, im Feindesgebiet durch eine Tür zu gehen, die sich automatisch plötzlich vor einen öffnet und in die pure Finsternis führt. Das ist die beste Idee, die man haben kann. Liebe Kinder, macht's nach. Das ist jetzt aber kein Dorf, was wir noch aufbauen müssen, oder? Sieht nicht so aus. Also ist es hier wirklich quasi bockdüster Himmel. Ich wollte nochmal so eine geile Ansicht von dem Schloss haben. Weil, okay, bockdüster Himmel sah an sich schon geiler aus, aber das hier sieht auch zusammen mit dem Hintergrund, mit dem Himmel dazu und dem roten Mond, von denen ich nicht ganz so gute Erinnerungen habe, wenn ich an Minecraft denke, sieht das schon scheiße geil aus, Alter. Aber können wir ja mal drüber nachdenken. Zuerst die Kanalisation war dann Nolun. Nach der Kanalisation kam der Regenbogen-Schmetterlingwald, das war Poara, danach... die Mondfabrik in Vespucci Beach oder wie auch immer das heißt. Ja, halt die Mondfabrik, das war dann Queens. Danach kam direkt der... ach nein, warte, danach kam das Schwebetal, das war Queens. Danach kam die Mondfabrik, das wäre dann Muskalaka. Und danach kam das... der Gundorberg. Was dann Gelbstein wäre, also müssten wir jetzt hier wirklich in der Bockdüsterhimmel sein. Im Mondblumenpalast. Das kann was werden. Sofern die dieselbe Levelanzahl haben wie bei Dark Cloud, also das kann ja immer noch anders sein. Aber so wie es aussieht, ist das hier wirklich Bockdüsterhimmel. Das sieht geil aus hier drinnen. Okay, im Innendesign schlägt Dark Chronicle Dark Cloud definitiv hart. Holy, sieht das nice aus. Bisschen kitschig vielleicht.
sieht aus wie so ein Märchenschluss. Was kommt ihr? Lol. You've come this far. Excellent, just like myself. No wonder the Atlamedia chose you. Zum Glück geht das automatisch. Ich kann nämlich wieder überhaupt gar nichts lesen. You must be joking. You're Emperor Griffin? What? Emperor Griffin? That's the name you humans have given me out of fear. Well, no matter. A name is but a name. Yes, it is I. The one you would call Emperor Griffin, the ruler of darkness. That is me. LOL? Bitte was? Griffin, you're gonna pay! Well, shall we get down to it? After all, you've covered so much time and space just for me. Wir müssen jetzt nicht gegen den kämpfen, oder? Du, willst du mich verarschen? What the... Alter, chill dein Leben. Alter, was geht mit denen ab? Okay, das kam jetzt allerdings auch unerwartet, gegen den direkt zu kämpfen. Zum Glück habe ich gespeichert. Scheiße, das schaffen wir doch nicht mit Monika. Zumal... Wisst ihr was? Wir beginnen nochmal von vorne. Ich habe ja glücklicherweise gespeichert. Dann besieg uns, Kaiser Griffon. Süßes Häschen. Der Kampf sieht leicht aus. Ich glaube, ich gehe dann mit dem Witchpot rein. Wobei, mit Witchpot kann ich nicht verteidigen. Und mit den Rosen... Ah, das könnte schwierig werden. Das muss ich dann mit Max und versuchen, seiner Sekundärwaffe zu machen, denke ich. Ah, das könnte ein Problem werden. Egal, da würde ich sagen, beenden wir jetzt hier erstmal den Part und dann werden wir in der nächsten Folge dann... gegen Kaiser Griffon kämpfen. Was ein bisschen verwirrend ist, denke ich mal, denn ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich der richtige Kaiser ist, denn erstens, er sieht richtig knuffig aus. Er ist zwar verdammt stark, aber er sieht richtig knuffig aus. Und zweitens... müsste da nicht normalerweise noch ein Dungeon dazwischen kommen irgendwie, wo der dann als Endgegner erscheint? Wieso wurde das Dungeon jetzt einfach so weggelassen? Ich meine, ich habe zwar nichts dagegen, wenn so ein Dungeon weggelassen wird, aber... Egal, wie gesagt, ich würde jetzt den Part hier beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann gegen den angeblichen Kaiser Griffon kämpfen. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wie immer, bekomme ich Abos und Likes und bis zum nächsten Mal. Tüdelü und ciao, XD. Nobody's ever seen him. He controls his followers from the past.